Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich weiß nicht, wie er kurft, aber er kurft. Ja, das Chaos ist da. Hallo. Und na guck, da geht's doch schon rein. Und die, jetzt bei Anhänger. Ja, genau. Die letzten Sojabohnen, die wir abgeerntet haben, gehen jetzt quasi über Bord, beziehungsweise werden übergeladen. Und die bunkern wir ein, gesetzt den Fall, wir kriegen mal ein Schwein. Das reimt sich, ne? Naja. Ein Schwein? Das reimt sich. Es gibt bessere Reime. Ja, Klaus muss raus aus dem Haus, weil darin wohnt jetzt eine Maus. Ja, zum Beispiel. Ja, ich weiß. Vergiss den Rohr nicht anzufahren. Ja, mach ich gerade. Ich bin in der Außenansicht, da sehe ich das. So. Ach, die Fahrzeuge sind schon cool in der Nacht. Ja, das stimmt. Jetzt werden wir aber durchspulen bis morgen früh, ne? Okay. Und dann machen wir das. Dann mal den Stroh-Dings-Rad holen. Der steht noch bei der Werkstatt unten. Den Strohsammler. Den Strohsammler raufholen, okay. Warte mal, mache ich jetzt mal meine Funzeln alle aus. Jetzt weiß ich wieder nicht, welcher Knopf das ist, so. Aber das Feld sollte ja bald reif sein, oder? Die zweite Hälfte. So, hier ist alles repariert, sagst du? Ja. Und super. Aufgetankt auch schon. Und aufgetankt auch schon. Ich habe einen Knopf gedrückt. Ich weiß noch nicht, was der macht, aber ich habe ihn gedrückt. So. Aber was meinst du? Sollen wir nicht mal in so einen mobilen Werkstättenwagen investieren? Nee. Der kostet so viel zu viel. Ja, da gibt's auch so einen günstigeren Anhänger, der nicht so viel Diesel nehmen kann und so. Und was kostet der? Ich glaube unter 10.000. Erstmal nicht. Kann die Sojabohnen. Ah, da kann ich sie einlagern. Ja. Was? Na, die. Ich kann sie nur ziemlich weit hinten einladen und nicht weiter vorne. Hä? Verstehe ich nicht. Ja, abladen hier oben. Ja. Das ging nur ziemlich weit hinten und nicht weiter vorne, wo ich gedacht habe, dass es zum Abladen geht. Ach so. War irgendwas komisch. Ja, Trigger halt. So. Ja, wie viel haben wir denn da oben jetzt eigentlich in dem Lager drin? Da haben wir jetzt Getreide drin, ne? Ja. Und dann haben wir Dings drin, ja. Soja. Ein bisschen Soja. Naja, das ist schon mal nicht schlecht, wenn man da ein bisschen was anspart oder so. Vielleicht für eine große Nachfrage mal. Beziehungsweise wenn wir jetzt das andere Getreide dann noch vom Feld holen von der anderen Hälfte, dann können wir ja einen kompletten Gliederzug mit Getreide auch nochmal verkaufen fahren. Da sollten sicher dann auch nochmal ein paar tausend rauskommen. Plus dem, was wir durch das Stroh haben. Also das ist so Hafer, beziehungsweise ich glaube Hafer ist mit am effektivsten, wenn der Strohpreis gut ist. Wenn man die Warnblinkanlage versehentlich anmacht, der ganze. Die ganzen Anhänger synchron blinken. Oh. Schön oder nicht schön? Schön. Ah, da ist die. Hab grad nur den Lichtschalter gesucht. Lichtschalter gesucht. Wolltest du nicht vorspulen? Warte, ja, ich blinke jetzt erstmal noch in die andere Richtung, so. Vorspulen wollte ich. Oh. Kannst du nicht? Nein. Muss ich das machen? Ja. Dann spule ich mal vor. Wir müssen mal kurz von 0 Uhr noch mal ein bisschen Kredit zurückzahlen. Können wir das nicht gleich schon machen? Ja, dann mach's doch gleich. Das kannst du ja auch, oder? Kredit zurückzahlen? Ja, das sollte ich können. Oh. Also, dass wir noch 5.000 haben, ne? Wie viel Kredit haben wir jetzt aufgenommen aktuell? Was steht da? 470. Also könnten wir 50.000 Kredit schon wieder aufnehmen, theoretisch. Okay. Also wenn wir wollten, könnten wir da demnächst sogar rangehen. So, ich mache jetzt hier während der Spulphase, nehme ich mal das Stroh noch auf. Ja. Das sollte ja jetzt bald wachsen, oder? Ist nicht so jede Stunde quasi eine Wachstumsphase? Nee, alle 6. Ach so, und wir haben wahrscheinlich genauso zwischen 2 Wachstumsphasen gesehen. Ja, finde ich immer ein bisschen affig, dass das so ist. Also sie das haben ja so schon jetzt eigentlich für jedes Quadratmeter auf dem Feld, haben sie ja eigentlich den eigenen Ertrag ausgerechnet, sonst irgendwas. Warum können sie da nicht noch das Wachstum ranhängen?
damit das gleichmäßiger ist. Ja. Oder vielleicht für das ganze Feld den Wachstum gleichzeitig berechnen oder so. Nee, das muss ja nicht unbedingt sein. Es kann ruhig schon, es kann ja sein, dass man bloß ein halbes Feld oder so mal haben will und dann ist die andere Hälfte anders, aber. Ja, ja. Also es müsste jetzt, also ich glaube 22 Uhr ist jetzt ein Tick oder 24 Uhr ist ein Tick, also wo das weitergeht. 24 Uhr müsste ein Tick sein, weil 22 Uhr ist es nicht größer geworden. So, gleich wird der Kredit zurückgezahlt. Ja, das wird lustig. Und die ganzen Maschinen. Wolltest du nicht übrigens gegenüber auch noch Stroh einsammeln? Ja, da werde ich gleich hinfahren. Ja, warte, ich fahre dir nur. Soll ich da was wegfahren? Weiß ich nicht, wenn was im Weg ist, ja. Lass mich hier hinten diesen kleinen Kitzelkram hier einsammeln. So. Oh, das geht eigentlich. Oh. 3900 Kredit nur. Und es war kein Wachstumstick. Ja, naja, das zieht mir ein bisschen nach. Aber nur 3900 und nur 90 die Gebäudekosten? Nein. Ja, sehr schön. Na, trotzdem schwung mal durch bis morgen früh. Du kannst schon mal ins mit F1 ins Dings gucken. Mal ins Silo gucken, wie weit das Silo ist. Ah, das Bodensilo. Ja. Was ist denn jetzt los? So, das Bodensilo ist bei 58-59%. Okay. Nicht unten? Was? Der Pickup. Ah. Kann doch hier noch ein bisschen was aufnehmen. Nee, macht er gleich hoch. Okay, naja gut, dann denkt er jetzt, er ist voll, aber er ist nicht ganz voll. Es steht bei 96%. Dann feuere ich mal los. Okay, soll ich den Mähdrescher schon mal vorbereiten? Den kannst du schon mal vorbereiten. Kannst auch anfangen zu mähen, wenn du willst. Also wenn du in der Nacht jetzt mähen möchtest. Wir müssen bloß morgen früh um 6 dann anhalten, dann machen wir das, dann ist ja hell genug, dann können wir wieder mit einfach weiterlaufen lassen. Ja. Ich meine, für YouTube ist das wahrscheinlich ein bisschen blöd, aber ich finde, bei Nacht schaut schon cool aus. Ja, ja, YouTube siehst du es halt eben fast gar nicht mehr, ne? Ja. Dann ist er nun mal so. Ich wollte gerade sagen, ist der KI-Verkehr aus, weil ich noch keinen gesehen habe, und dann kommt mir gerade ein Auto vorgefahren. Naja. Oh. Dann los geht's, mein Mähdrescher. Hopp, hopp. Ne, sei gewarnt, ne, der ist ein bisschen lahm. Na, aber beim Anfahren zickig, ne? Also nicht so ganz steile Berge anfahren. Aber wenn er in den Schwung kommt, dann geht's. Oh, jetzt ist aber irgendwie heller geworden auf den Schlag. 5 Uhr ist halt. So, dann können wir jetzt ja langsam entschleunigen hier beim Vorspulen. So. Und dann solltest du noch alles abgeerntet kriegen, es sollte nichts vergammelt sein und dann können wir auf dem zweiten Feld schon anfangen. Moment, muss ich hinten umschalten, dass er Stroh auslegt? Ja, das, wenn die Strohablage nicht aktiv ist, dann musst du es umschalten, ja. Ach, diese Technik. Ja, ja, nu. Kann man eine halbe Bahn nicht. Okay. Naja, mein Gott. Dann zahlst du die $300 halt aus der eigenen Tasche jetzt. Welche eigene Tasche? Ja, hast du keine? Nein, ich werde ja hier nicht bezahlt. Du wirst nicht bezahlt? Nein. Das ist ja schrecklich. Wie bist du zu dem Job gekommen? Was habe ich denn für einen Arbeitsgeber im Wahnsinn? Wie bist du denn zu dem Job gekommen, dass du den nicht bezahlt kriegst? Da hat mich jetzt ein komischer Mann auf der Straße angequatscht.
Hat dir ein Spiel in der Hand gedrückt und gesagt, so, das kriegst du jetzt und dann musst du mitmachen. Ja. Ach so, ja. War alter Mann, ne? Ein alter Mann aus dem Internet. Ein alter Mann aus dem Internet. Ach schade, ich dachte, wir schauen uns vor 20 Uhr. Naja, gut, okay, dann halt nicht. Aber es sind nicht mehr lange. Ja, was ist denn, bei welcher Folge ist das jetzt die letzte für heute, ne? Genau. Ach, schade eigentlich auch schon wieder. Ja. Ich glaube, ich muss das wieder täglich machen, damit ich dann mehr LS spielen kann, damit ich schneller weiterkomme hier. Ich war gerade verwirrt, ich wollte halt hinten einfach aus dem Metrischen rausschauen, in der Innenansicht. Weil das ist der Kornbunker, ja. Das ist voller Weizen. Das kann passieren. Fährst du dir selber den Ablagehänger hinter oder? Also ja, ran an den, ja, das ja, kann okay. ich schon machen. Gut, dann, naja, weil ich bin jetzt zu 92% voll und ich bin mit der Bahn quasi am Ende. Alles klar. Ah, 96 sogar. Hup, Stevens. Muss noch mir angewöhnen, dass ich stehen bleibe, wenn ich am Ende des Felds bin. Ja, das gefällt demjenigen, der nachher die Ballen oder beziehungsweise das zur Stroh aufsammeln muss, dann besser. Ja, bin ich jetzt zum Glück nicht selber. Wir können Trecker tauschen, so ist nicht. Mach im Neustart, da setze ich mich dann nachher einfach rein in den Mähdrescher, dann hast du. Dann hast du den Salat. So, jetzt weiß ich nicht, welchen Holzhaufen du hier berührt haben willst. Der ganz an der Hütte dort steht. Ach, da bist du gegen gefahren. Wieso fährst du nur da gegen? Ja, na, die Kurve wahrscheinlich aber zu weit genommen. So, schmeißen wir mal Stroh raus. Das ist schon mal schön, dass wir nicht ins Minus geraten sind. Ja. Ich meine, jetzt werden wir dann noch ein bisschen Geld machen, weil wir ja noch Weizen haben. Oha, der Strohpreis ist aber richtig zusammengebrochen, ne? Ich habe jetzt so für meinen fast vollen Hänger, ich habe irgendwo noch in der vorne einer Schaufel anscheinend Stroh drin, haben wir bloß noch 700 umgekriegt. Ah. Ich weiß jetzt, was du meintest mit, es geht nicht anfahren. Wenn es zu steil ist. Mal gucken, ob ich hier das Stroh jetzt aus der Schaufel hier einfach abgeben kann. Geht. Ha, 0 Dollar Einnahmen. Naja, gut. Ja, wahrscheinlich im Cent-Bereich und das wird einfach nicht angezeigt. Das muss man ja sagen, ne? Das Money-Feld im Safe-Game, das hat schon so ein paar viele Kommastellen. Ja, die werden das einfach als Float oder Double absperren. Wahrscheinlich Double, ja. So wie es aussieht. Schon geckig. Von den Kommastellen ist ja Double und Float gleich lang, glaube ich, oder? Es ist nur genauer. War da nicht sowas? Ein Double ist genauer, oder? Ja, meine ich ja. Aber es sind genau gleich viele Nachkommastellen. Theoretisch. Weiß ich gar nicht genau aus dem Kopf. Wie war denn das? Nee, Float ist doch so eine ganz komische, wo bloß Faktoren drin stehen, ne? Wie sich die Zahl zusammensetzt. Ja, aber bei Double auch, nur dass es quasi mehr. Bei Double gibt es einfach quasi mehr Faktoren, wodurch es genauer ist. Ah ja. Was beides 32-Bit, ne? Oder Float ist 16, ne? Float ist 16, ja. Und Double ist denn. War Double nicht 32? Ja, ich glaube schon, ne? Ja, beziehungsweise glaube ich, kommt auch auf die Architektur drauf an. Ja, so ein bisschen schon. Wenn du 64-Bit-Architektur hast, dann. Wir quatschen da wieder sehr technisch. Jo, macht ja nichts. Ist mir ja schon gewohnt von uns. Jo. So. Ich habe ja von den Folgen ja jetzt Dory überholt, oder? Du hast Dory überholt, ja. Das ist auch sowas, dass ich immer. Eigentlich wollte ich mit dir nochmal Generation Zero machen, aber momentan quill ich mich da alleine durch und mache mal das Gleiche. Ich finde den einen Container, nicht den einen Loot-Container, damit ich das richtig auf 100% setzen kann, dass da keine Viecher mehr sind und so. Ich verstehe es nicht. Ärgert mich gerade ein bisschen auch.
Das ist aber auch, glaube ich, sowas, was demnächst rausfliegen wird, weil es mich einfach nicht mehr so sehr catcht oder ich es gerne zusammenspielen möchte mit jemandem, aber hat keine Haare. Das ist halt, ja. Also so zweit dann durch die Gegend rennen und dann die Viecher ab, das, die Roboter abschießen, ich glaube, das ist nur ein bisschen interessanter. Und es ist halt eben auch wirklich noch anstrengend buggy. Also jetzt haben sie einen 10-Gigabyte-Patch rausgehauen, letzte Woche. Okay. Und ist Changelogs geschrieben, kleinere Bugfixes? Ja, auch. Nee, auch so ein paar Sachen, die wirklich gemacht werden mussten, stand auch drin. Also, okay. Aber 10 Gigabyte, das war schon heftig. Also hat meine nicht ganz so gute Internetleitung natürlich zu kämpfen gehabt. Ich also deine theoretisch gute, aber praktisch nicht so gute? Na, meine praktisch schlecht geroutete, ja. Und mein Provider, der möchte ganz gerne, dass ich meine Fritzbox hier einen Selbsttest machen lasse, also Blödsinn. Hast du das schon gemacht? Nee, immer noch nicht, bin ich nicht zugekommen. Wollte ich heute das machen, bin ich eingeschlafen. Ja, der dauert ja nicht mal 5 Minuten, glaube ich. Ja, nee, musst du genau nach Anleitung machen und dies und das und hier und da was einstellen und so, dann muss ich jetzt mal durchkommen. Okay. Das werde ich mal demnächst machen. Vielleicht mache ich das nachher gleich noch. Das Problem ist, dann habe ich kein Internet. Ich bin ja entweder Selbsttest hast du weiterhin Internet? Nee. Das wird getrennt. Wird extra da drin, die Verbindung wird getrennt und dies und das und hier und da und naja. Und deswegen da. Wie ist das Ananas, genau. Da wird dann ziemlich viel. Da hast du ja einen Heider kommentiert, ne? Ja. Ah, ich finde, der hat das so gut aufgearbeitet. Ja, das. Sagt euch natürliche Selektion was. Ja. Nein, das kann euch nicht sagen, wenn ihr in einen voll betriebenen U-Bahn-Trasse reinspringt, um euch mit Steinen zu bewerfen. Traurige ist halt, dass das wirklich passiert ist. Ja. Schade, dass wir den Strohpreis so eliminiert haben. Ja, was soll man machen? Oh ja, stimmt auch wieder. Wenn wir es sonst nirgends verkaufen können? Guck mal, ich habe doch extra so ein schönes Vorgewende bei mir damals gemacht, ne? Habe ich das nicht gezeigt? Auf dem anderen Feld, wie schön ich das gemacht habe? Damit das Stroh nicht in der Wiese rumliegt, damit du nicht auf der Wiese irgendwo umdrehen musst. Aber ich lade es immer hier so schön ab. Ja. Weil ich brauche immer quasi 2 Bahnen und dann kann ich abladen. Ja. Super Sache, Sani. Ach Mensch, nee. Na gut, dann ist deine halbe Bahn ja auch keine $300 mehr wert, die du dann in die Kasse legen musst. Das ist ja dann auch weniger. Der Strohpreis ist ja jetzt deutlich geringer. Ja. Kommst du wahrscheinlich mit $100 bei weg. Was ist denn das hier für eine krumme Bahn, die du hier gelegt hast? Ich brauche eine Gehaltserhöhung. Aha. Mein Chef will, dass ich was zahle. Aber egal wie viel Prozent Gehaltserhöhung du mir gibst, von null ist es halt noch immer leider sehr wenig. Ja, das stimmt. Also wir können gerne über eine Gehaltserhöhung verhandeln, ne? Aber. Aber nur prozentuelle. Aber nur prozentual, ja. Ich bin ja gerne bereit, eine 100%ige Gehaltserhöhung zu gewährleisten. Zu gewähren, so. Das sollte drin sein. So. Aber das Feld haben wir dann auch schon bald. Das heißt, wir werden beim nächsten Mal das Feld fertig machen. Wahrscheinlich. Düngen. Und ansehen. Dann angleichen. Oder willst du das offline angleichen? Na, weiß ich nicht. Die Angleichung, das können wir auch online machen. Also mal gucken, wie es am besten dazwischen passt. Wir müssen halt nur vorher speichern, dass wir im Notfall. Naja, wir werden auf Nee, ich werde das offline machen. Wir werden das auf einen alternativen Speicherplatz quasi machen. Ja. Also ich werde das rüber kopieren, ändern, gucken, ob es mir gefällt und dann wieder zurückkopieren den Spielstand. Ja, dann machen wir das offline. Wenn wir das bloß zeigen am Ende. Das Einflügen müssen wir ja dann wieder machen. Also während ich den einflüge. Du kannst es ja theoretisch aufnehmen.
und dann vielleicht irgendwie. Willst du jetzt schon wieder, dass ich schneide oder was? Weiß ja schon wieder das ganze Stroh hier in den Gras rein. Das ist unglaublich. Ja. Dann müssen wir das nächste Mal auch noch die Pferde verkaufen. Das können wir jetzt noch machen. Jetzt noch? Aber hast du schon auf die Uhr geschaut? 24. Ja. 84% Silage. Das heißt also, im Groben und Ganzen müsste ich jetzt abmoderieren, ja? Ja. Dann werde ich das jetzt tun. Dann war das eine Folge LS19 hier auf Steam Studio. Mein Name ist Master Schröder. Bei uns war wer das Chaos, der jetzt gerade am Main ist. Ich fahre ein bisschen Stroh noch weg. In der nächsten Folge werden wir weiter in Stroh wegfahren, werden dann die Pferde verkaufen, werden dann gucken, wie viel Geld wir haben und eventuell entscheiden wir uns dann schon dazu, eine weitere Tierrasse uns anzuschaffen. Ich habe da eigentlich Bock zu, muss ich ehrlich sagen, dass wir dann noch einen Stall aufstellen. Ja, die Frage ist, wie sehr dieser Stall dann unser Feld kaputt macht. Aber wir könnten den ja eigentlich auf die andere Straßenseite einfach stellen. Nee, da kriegt man glaube ich nicht reingestellt. Das glaube dann, das könnte Probleme geben. Das kann man ja offline noch schauen. So, selber sage ich das hier beim roten Licht bremsen und fahre trotzdem drüber. aber es war nicht ganz so knapp. So, gut. Dann würde ich sagen. Ach, jetzt weiß ich auch, wo du den umgelegt hast, den Hänger. An welcher Kreuzung? An diesen L dort, direkt nach der Schranke. Ja, ja, ja. Rechts. Ja, du bist im Rechts ein bisschen zu nah dran gefahren und genau innen über den Huckel drüber, ne? Nein, ich bin ja von der anderen Richtung gekommen. Ich bin einfach nur zu schnell um die Kurve gegangen. Na, hast du ihn schon auf die Seite gelegt? Du machst da Sachen. Ja, der Grüne kippt leichter. Vor allem, wenn die Schaufel oben ist. Das kann wirklich sein. Na gut, okay. Die Verabschiedung hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Dies, das, Ananas. Wenn es euch gefallen hat, Like. Ihr wisst ja, wie man YouTuber motiviert. Bis denn. Tschüss.